Der Rückrundenauftakt in Oldenburg. Die EWE Baskets empfangen die MHP-Riesen aus Ludwigsburg. Das verspricht ein intensives, physisch geprägtes Basketballspiel. Rein geht's, ab geht die wilde Fahrt mit dem Blick auf die harte Defensivarbeit der Ludwigsburger. Aber im Nachfassen Isundo mit einem seiner insgesamt 5 Offensiv-Rebounds in der Partie. Guter Start der Oldenburger, die sehr fokussiert wirken. Mit dem Rückenwind aus 2 BBL-Siegen in Folge gehen sie dahin, wo es wehtut. Len Schaumann mit den Punkten in Traffic. Weiterhin die Guards, die extrem gut aufgelegt sind bei den Oldenburger. Auch Gino Grendel mit starken 15 Punkten und 6 Assists in der Partie. Und so nach dem ersten Viertel bereits eine deutliche Führung. Und dann wird spektakulär. Ibuka Isundo lässt krachen. Wunderschöner LAU-Pass von Weezy Russell. Zur Halbzeit führt Oldenburg mit 13-10. Und sie machen einfach immer weiter. Gehen dahin, wo es weh tut. Die nächsten Punkte trotz des Fouls von Brown. Ludwigsburg am Straucheln. Len Schaumann mit dem nächsten krachenden Dank. Oldenburg weiterhin in Spielkontrolle, auch Mitte des dritten Viertels. Gino Grendel wieder zu leicht, wie sie da ihre Gegenspieler schlagen können. Grendel mit den nächsten Punkten trotz des Fouls. Auch das dritte Viertel geht an die EWE Baskets, weil sie auch die ganz taffen Dinger treffen. Weezy Russell mit Ablauf der Shotclock vom Parkplatz zur zwischenzeitlichen 18 Punkte. Führung für die Oldenburger. Was ein Ding hier, dieser Stepback-Dreier von Weezy Russell. 18 Punkte, 6 Assists für ihn in der Partie. Aber Ludwigsburg fightet im letzten Viertel. Vor allen Dingen Javon Graves, der alles gegen die drohende Niederlage stemmt, was in ihm steckt. Übernimmt jetzt im Alleingang die offensive Verantwortung. Aber Oldenburg macht das clever. Wunderschön hier die Abwehr ausgespielt, Ibuka Isundo mit einem Monster-Double-Double, 18 Punkte, 11 Rebounds vom Big Man, der Hausherr. Aber Ludwigsburg fightet sich ran, immer wieder Javon Graves, 26 Punkte, 7 von 12 aus dem Feld. Die Ludwigsburger schon zu Beginn dieses Viertels mit einem 7-0-Run und dann der schönste Korb von Javon Graves. Geht da also doch nochmal was für die Riesen in dieser Partie? Sie versuchen sich näher ranzukämpfen. Nur noch 2,20 zu gehen. Wieder der Drive zum Korb. Aber Ibuka Isundo ist da. Sagt nö. Der Block ganz wichtig. Dieser Stop in dieser Phase. Oldenburg drauf und dran, diese Partie nun endgültig zu entscheiden. Und Weezy Russell macht's mit Style. Nutzt die Gegenspieler quasi als Slalomstangen und macht den Deckel drauf auf diese Partie. Zu erwähnen noch Jaron Lewis, er ist zweitbester Scorer der Riesen mit 15 Punkten und 5 Rebounds. Unterm Strich, drei Viertel gewonnen, das Spiel über weite Strecken dominiert. Ein verdienter Heimerfolg für Oldenburg gegen Ludwigsburg. Der dritte Sieg für die Baskets in Folge.